Na, ja. Hey, willkommen zur 36. Folge von Top 10 Clips of the Week. Und diesmal haben wir sehr abwechslungsreiche Clips mit dabei, das ist nice. Falls ihr selbst einen nice Clip habt, sendet ihn ein, das Formular dazu ist wie in der Beschreibung. Und auf Platz 10 sind Webstyle von Abu, Zone, Hendrik, Lustiger, Freeze und Vincent. Und viel Spaß mit ihnen. Auf Platz 9 ist eine wunderschöne Kombo von Flawless und wie sein Name schon sagt, ist die Kombo Flawless. Nee, aber die Kombo ist wunderschön und der Gegner rafft zwar wenig, aber er nimmt den Gegner einfach richtig, richtig clean hops und deswegen ist die Kombo mit dabei. Auf Platz 18 Airhits von Dripping und Max. Und Dripping denkt sich so, ein Gegner mit Airhits holen ist nicht genug, dann holen wir den zweiten direkt mit und aua an die Leute. Also, dass er so konsistent so gute Airhits kann, ist echt mega insane. I was starving, skinny, now my weight up, got no energy for haters. See you trying, see you later, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam, blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Yo. Go dummy, go beast, oh no, I go beast. Go deep, I OD, oh no, I OD. Apply pressure, put heat. Auf Platz 7 sind Clutches von Luca, Pulsierend, Valentin, Ray und Spastli. Und ich fand besonders die Clutches von BW richtig cool, also die halt nicht geplant sind, die man einfach so raushaut, weil die sind halt nochmal cooler und viel Spaß mit denen. Auf Platz 6 ist eine Trap in Skyboss von Kanashimi und Traps sind cool, also ich finde die cool. Vielleicht mache ich mal wieder ein Video, wo ich Traps baue. Auf Platz 6 ist ein Clip von Pascal und der ist super abwechslungsreich, also schaut ihn euch einfach an. Auf Platz 4 ist ein Clip von Bananenmus und er macht einen insanen Emoji. Auf Platz 3 sind Bauclips von Laptop Genesis und Velo auf 0. Und Laptop Genesis zeigt halt, wenn man kein InKlein machen möchte, dann kann man ja auch Gottbildchen einfach. Auf Platz 2 sind Obby-Traps von Lelu, Ziegenmehl und Vipax und die sind alle unglaublich für diese Obby-Traps, also sind alle insane stark gewesen. Deswegen sind die auf Platz 2 und so weit vorne, weil halt so schöne Obby-Traps. Auf Platz 1 ist ein Clip von Chris Velkürs und er denkt sich so, ja, Autoklicker benutzen war früher, er hat sich einfach was gebaut, quasi was auf der Maus klickt und der Zahnbürste war früher, jetzt baut man sich da einfach was. So
Das war's mit Top 10 Clips of the Week. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr einen nice Clip habt, sendet ihn ein. Das Link zum Formular ist wieder in der Beschreibung. Und jetzt kommt noch ein Bonusclip von Suicide. Und da ist der Gegner einfach ein bisschen lost. Scrolling down.